Freunde des Flutschballs, auch von meiner Seite an diesem wunderschönen Samstagabend. Meine Damen und Herren, hier sind die furchtlosen Flutscher des Abends. Der FSV Gorki. Seine Socken zieht er nur zum Flutschballspielen aus. Die Legende des Flutschsports, Chiefkommander Flutsch, Joko Witteschweig. Er flutschte schon, bevor er laufen konnte. Und das dauerte immerhin bis zu seiner Pubertät. Der Meister der minimalmotorischen Mühelosigkeit, Moderator Jochen The Slipper Schropp. Und er hatte nach eigener Aussage extra zwei sehr wichtige andere Termine abgesagt. Nur um hier heute dabei zu sein. Der einzigartige Tonmann von Joko und Klaas, Frank Tonmann. Und in ihren täglich wechselnden traditionellen Teamfarben die Mannschaft, die bekannt ist für ihr aggressives Umschalt- und Abflutschspiel. Der erste FC Körperklaus. Der Mittelfeldstürmer, Abwehrgigant, falsche 9 und Mitglied in der noch jungen Hall of Flutsch, Patrick Ovoboyela. Und er kommt direkt aus der Professional American Slider League zu uns. Er ist ein Besessener und sagt von sich selbst, ich habe eine große Flutsch. Evil Jared. Und er ist blond. Er ist bedingt behende. Er ist begrenzt belastbar. Er flutscht allen den Buckel runter und die Bälle ins Tor. Simon Flutschelio. Große Johann. Liebes Publikum, bitte erheben Sie sich jetzt von Ihren Plätzen für die Flutschball-Hymne. Schöner ist diese Hymne noch nie vorgetragen worden. Ich denke, da sind wir uns einig. Und während die Mannschaften sich jetzt spielbereit machen, wird der Platz auch noch mal von den Offiziellen nachgeflutscht. Übrigens mit einer ganz speziellen Mischung aus Seifenlauge, Haargel und Gleitgel. Das ist kein Scherz. Heute Morgen wurde tatsächlich noch vom Platzwart die Flutschigkeit des Platzes beanstandet. Angeblich war es nicht rutschig genug. Mal schauen, ob das so schlau ist. Gespielt wird übrigens 2 gegen 2, wie man hier anhand der Startaufstellung sieht. Es gibt einen Edeljoker, der jederzeit eingewechselt werden darf. Eine Halbzeit dauert 3 Minuten, es gelten die gängigen Fußballregeln. Allerdings wird Abseits außen vorgelassen. Oh, ich höre gerade, dass wir noch einmal runter an den Spielfeldrand schalten. Joko Winterscheid hat wohl noch 1 bis 2 philosophische Phrasen parat. Sekunde. Einmal alle zusammen. Ja. Wir nennen den dreifachen gut Flutsch. Gut Flutsch? Wir gehen ins Spiel. Gut, gut Flutsch! Gut Flutsch! Gut Flutsch! Viel Spaß bei Flutschball im 7. wünscht Ihnen Gleitquell. Bier aus Leidenschaft. So, das war der Anpfiff, liebe Zuschauer. History is in the making. Wir sehen das allererste Flutschball-WM-Spiel und direkt liegen alle Spieler auf dem Boden. Motorisch hatte ich mir das etwas filigraner vorgestellt. Team Winterscheid direkt in der Defensive und Ovoboyela kommt an den Ball und Tor! Tor, das 1:0 nach 15 Sekunden Spielzeit. Hier nochmal die Zeitlupe. Wunderschön zu sehen. Aus der Drehung an den Innenpfosten. Gänsehaut pur. Unfassbar. Wieder Anpfiff. Ja, und nach wieder liegen alle auf dem Boden. Team Gorki müsste jetzt eigentlich nachsetzen. Kriegt den Ball aber nicht unter Kontrolle. Jochen Schropp hält sich die Schulter, liebe Zuschauer. Oh, die kleine Unaufmerksamkeit führt direkt zum zweiten Tor. Es steht also 2:0 nach wenigen Sekunden. Das ist bitter. Das ist hart. Aber Jochen Schropp verzieht sein Gesicht. Es geht hier direkt weiter. Da gibt es keine Pausen. Hat Schropp etwa Schmerzen? Oder ist das bereits die bittere Erkenntnis, dass das heute hier nicht gut ausgehen wird? Ja, da wird wieder nur im Liegen gespielt. Gose Johann sperrt den Ball. Aber Schropp kommt noch ran. Ja, das müsste, das,
Das muss doch der Anschluss werden. Nein. Hey, hey, hey. Evil Jared kommt rein. Bin ich gespannt. Geht direkt sehr engagiert zu Werke. Natürlich auch wieder alles auf dem Boden. Und da, oh, da prescht er vor und schnappt sich sofort die Pille. Kommt keiner hinterher. War da etwa die Hand im Spiel? Nee, der Schiri hat nichts gesehen. 3:0. Das will ich aber noch mal in Zeitlupe sehen. Ja, eindeutig. Eindeutig Hand von Evil Jared. Und der Schiri hat es nicht gepfiffen. Ein irregulärer Treffer. Und das ist doppelt hart für Team Winterscheid. Jochen Schropp wird ausgewechselt. Hat das doch etwas mit der Schulter zu tun, die er sich da vorhin gehalten hat, liebe Zuschauer? Wir werden der Sache nachgehen. Winterscheid zieht ab, will's jetzt wissen. Herrlicher Lattentreffer. Wembley lässt grüßen, aber war der Ball drin? Ja, das müssten wir noch mal in der Zeitlupe sehen, Freunde. Können wir noch mal die Zeitlupe haben, bitte? Das ist doch Wahnsinn. Aber der Ball war leider nicht hinter der Linie. Eine Schande. Oh, der eingewechselte Frank Thomann hat noch Power. Er kommt an den Ball und verwandelt sofort. Schießt das Ding über die Linie. Frank Thomann verkürzt zum 3:1. Es geht weiter hier. Atemlose Spannung. Noch knapp eine Minute in der ersten Halbzeit. Wieder liegen alle am Boden. Richtig. Das nochmalige Nachflutschen der Spielfläche hätte man wohl lieber sein gelassen. Hier steht ja keiner länger als 10 Sekunden auf den Beinen. Das ist motorisch für mich unterste Kreisklasse. Und eins ist klar, liebe Zuschauer, das ist kein Sport für Weicheier. Und Gose Johann könnte das Ding jetzt ins leere Tor schieben und Pfostentreffer. Der packt's einfach nicht, der Simon, kann sich nicht konzentrieren. Kommt jetzt wieder frei zum Schuss. Der muss doch nur über diesen unästhetischen Fleischklumpen heben und das macht er jetzt auch. Diesmal trifft er, 4:1. Für FC Körperklaus. Das ist ein desolates Ergebnis für Flutschball-Initiator Joko Winterscheid. Das muss man leider so hart sagen. Und jetzt ist erstmal Halbzeitpause. Halbzeit. So, und wir hören jetzt mal ganz schnell unten nach, was da los war. Viel Spaß bei Flutschball im Siebten wünscht Ihnen Gleitquell. Bier aus Leidenschaft. Joko Winterscheid, wie enttäuscht sind Sie nach der ersten Halbzeit und was der Anspruch, der Eigenanspruch war zu niedrig oder zu hoch? Jo, das Ding ist halt einfach in so einer Phase des Spiels, ne? Wenn du die Dinger da nicht klar machst, wirst du halt einfach bestraft. Aber ist schon deprimierend, ne? Monatelange Vorbereitung und dann so ein Mist hier abliefern. Schwein, mach doch Schluss rein. Also, da ist Flutsche drin. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Nee, es ist einfach... Also, es ist kein sauberer Sport mehr. Ich würde dir gerne sagen können, ach, das macht Spaß, ach, das ist geil. Ich weiß nicht, wie es für einen Zuschauer ist, aber für mich ist es eine Tortur. Ich mache das wirklich nur zum Amüsement der anwesenden Menschen hier. Es ist auch wirklich sehr tapfer. Ich wünsche dir ganz viel Kondition jetzt noch für die zweite Halbzeit und toi, 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 ne? Viel Spaß bei Flutschball im Siebten wünscht Ihnen Gleitquell. Bier aus Leidenschaft. Ja, das waren nachdenkliche, selbstkritische Worte vom Flutschballerfinder Winterscheid. Werden er und sein Team noch was in der zweiten Halbzeit reißen können? Wir sind gespannt. Was macht denn jetzt Evil Jared vom FC Körperklaus da? In der ersten Halbzeit das nicht geahndete Handspiel. Jetzt greift er zum Flutschmob und attackiert Ball und Gegner. Das geht nicht, das ist nicht regelkonform. Warum greift denn da der Schiedsrichter nicht ein? Ist doch absurd. Wurde der Schiri etwa vorher geschmiert? Sie verstehen, liebe Zuschauer. Hat da etwa der ach so saubere Flutschballsport direkt schon seinen ersten Skandal? Ich fürchte schon. Ja, der Schiri, der reagiert einfach nicht. Ja, jetzt endlich greift er ein und entfernt den Flutschballbesen. Jetzt schauen Sie sich das an, was Evil Jared da gemacht hat. Beinschere und Würgen. Das ist Ultimate Fighting. Und dafür zu Recht der gelbe Karton, weiß er selber. Ja, und da regt er sich auch noch auf. Er diskutiert hier, er wird angefressen, aggressiv. Es sieht fast so aus, als wollte er dem Schiri eine schmieren. Ovo Mojela bewahrt ihn da vor Schlimmerem. Das kostet Team Körperklaus sicherlich einige Sympathien, meine jedenfalls. Und das sind Bilder, die wir hier nicht sehen wollen. Aber weiter geht's. Der FC Körperklaus wird insgesamt bissiger. Sie kommen einfach besser mit den schmierigen Platzverhältnissen klar. Es wird ja nach wie vor nur im Liegen gespielt, da auch in der Halbzeitpause nochmal nachgeflutscht wurde. Und keinen hält es hier lange auf den Beinen.
Und das wird auch schon wieder haarscharf an der Regelkonformität vorbeigeschrammt, was Mr. Evil Jared da macht. Vorsicht, nächstes Mal ein bisschen raus. Ja, der muss aufpassen, dass er sich da nicht gleich gelb-rot einfängt. Der Schiri sieht das zum Glück genauso. Letzte Verwarnung, Freund. Ja, Auswechslung, besser. Jared geht hier raus, gelb vorbelastet, kurz vor der roten. Gose Johann kommt noch mal rein und verändert direkt das Spielgeschehen. Und Team Gorki hat die Chance, aber sie kriegen das Ding einfach nicht versenkt. Ja, das ist ganz traurig, was Joko und sein Mitarbeiter Frank Thonmann da abliefern, muss man ehrlich sagen. Jochen Schropp muss draußen bleiben, wie befürchtet. Er hat sich tatsächlich die Schulter ausgekugelt und fällt mehrere Wochen aus. Jetzt haben wir die Chance. Und da ist er, der zweite Anschlusstreffer. Tor für Team Gorki, 4:2. Frank Thonmann hat getroffen. Ist da jetzt noch was drin für Winterscheid? Kann ich mir nicht vorstellen. Herrlicher Treffer. Zisch da vorbei am Innenpfosten. Keine Chance für den Torhüter in dem Falle. Da, Winterscheid am Ball. Und ich habe das Gefühl, der Mann hat seinen eigenen Trendsport nicht verstanden. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer. Hui, Handspiel. Ja, Handspiel von Winterscheid. Ja, da muss er sich gar nicht beschweren. Das war eindeutig. Und ich denke, das wird die Zeitlupe auch beweisen. Können wir den Videobeweis mal haben, bitte? Da. Also klarer geht's nun mal nicht. Ja? Eindeutig klares Handspiel im Strafraum. Gibt also Strafstoß. Ovo Moyela tritt an. Ja, das ist wirklich bitter, wie dieser Strafstoß vergeigt wird, liebe Zuschauer. Aber es reicht am Ende für den Sieg für Team Körperklaus. Das werden ja spätere Generationen wirklich begreifen, was heute Abend hier passiert ist. Der FC Körperklaus gewinnt die erste Flutschball-WM gegen das Team von Flutschball-Initiator Joko Gorki Winterscheid. Wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung und schwelgen noch mal kurz in den schönsten Momenten dieses noch so jungen, aufregenden Sports. Das ist der Pokal. World Championship in Flutschball. Der erste FC Körperklaus. Ich bin Amerikaner, so ich bin nicht so viel aufgewachsen mit Soccer. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, es ist immer so langweilig. Aber endlich hat jemand Soccer zum Sehenswert gemacht. Danke. Ja, das war's von mir hier. Ich gebe zurück an Joko, Klaas und Janine.